So, hallo und herzlich willkommen hier zu den LS22 auf der nordfriesischen Marsch. Wir machen weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Außerdem kam ja noch ein Update, Produktionsupdate und ein Modpack-Update. Was die Tierhaltung betrifft. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wo der hinkommt hier. Ich glaube, das war 48. War das 48? Muss ich nochmal gucken. Ne, 74, siehst du. Neue Kuhstelle, neue Stelle an sich. Da wurde die Erweiterung auch angehoben. Jetzt habe ich schon überlegt. Also umgebaut wird definitiv auf dem Hof. Ich muss mal kurz hier. Hier sind wir. So, gucken wir mal. Hier, ne, haben wir ja 6 Hühnerställe. Und Hühnerstall wäre jetzt hier. Da bin ich am überlegen. Erstmal haben die 2000 jetzt, das höchste, ne? Dafür ist das Gehege natürlich aber ein bisschen größer. Ja, wo kann man das erkennen? Ne, kann man nicht so wirklich erkennen, ne? Jedenfalls 2000, das Gehege ist ein bisschen größer. Hier sieht man das ungefähr. Würde dann weniger Platz bedeuten. Und die Schafe, die zwei sind ja noch nicht belegt. Da gibt es hier für 400.000. Ich weiß jetzt nicht, was der Unterstand dazu bedeuten hat. Ob da die Wolle abgelagert wird oder... ja, nächste Frage. Aber da ist das Gehege ein bisschen größer, ne? Da könnte ich vielleicht nur zwei hinstellen hier. Dazu würde ich denn schon gerne die beiden verkaufen. Und den machen wir dann ja halt später, ne? Können wir umsiedeln. Jetzt kaufen können wir sowieso noch nicht, weil wir wollen ja erstmal das Sägewerk. Aber die verkaufen wir jetzt erstmal. Und den. Und dann kommt hier später denn. Und das wird das denn hier so hinstellen? Davon eins und davon eins. So, dann hätten wir zwei auf dem Hof für 800 Schafe jeweils. Und dann bauen wir später noch irgendwo noch eine Schaffarm. Und das interessiert mich ja natürlich auch nur hier einmal lang. Hühner. 1200. Ich würde schon gerne das interessieren hier. Da müssen wir gucken, Durchfahrsiedlung. Na, Durchfahrsiedlung nicht, aber. Ne, durchfahren kannst du gar nicht. Das bleibt alles so. Dann könnte man die drei hier vorne aber nicht mehr. Naja, die kann man auch stehen lassen. Mich würde es interessieren, wie weit ich hier denn hinkomme. Wenn ich jetzt den hier hin platziere, dann geht er bis zum Grauen da vorne. Das passt. Hier fahren wir ja sowieso durch der Halle. Also das würde passen. Dann könnte man die drei wegnehmen. So, dann haben wir die drei jetzt erstmal weg. Dann könnten Entschuldigung. Dann könnten wir hier nachher dann quasi so viel Durchfahrt brauchen wir hier gar nicht. Dann könnten wir die hier so hin platzieren, ne? Weil eine schmale Durchfahrt reicht eigentlich an sich. Den Kuhstall, den lasse ich hier stehen. Den ändere ich jetzt nicht, sonst ist alles wieder weg. Ah, das wäre was, ne? Das wäre gut.
Das wäre gut. So, dann lassen wir das dann auch so. Und dann machen wir das so. So, dann haben wir gleich das Sägewerk fertig. Brauchen noch ein bisschen. Wir haben jetzt auch keinen Traktor mehr. Mal gucken, ob wir hier einen Groß haben. Was war das jetzt? Feld 74. Nee. Müssen wir neu machen. Na komm. Feld 74, ja. Generieren. Dann können wir den noch gleich speichern. So, Feld 74. Wird dann sowieso nochmal neu gemacht irgendwann, ne? Die ganzen Kurse. Ich habe jetzt hier mit dem Shader mal ein bisschen rumgeguckt. Eigentlich sollte der Bahn anfangen, aber ist auch egal. Grafik okay so. Weil über das Aufnahmeprogramm sieht er zu dunkel aus. Müssen wir nachher nochmal gucken, wenn die Video fertig ist, wie das aussieht. Könnten aber. Ja, er ist gleich fertig. Hier kommt noch mal ein bisschen Geld. Wie teuer war denn der hier? Wie viel kriegen wir denn von denen hier? Ja, 14.000. Jetzt will ich das Sägewerk auch schon haben. Wir haben keine Traktoren mehr. So, 400.000 denn, ne, für einen Schafstall erstmal. Damit wir den dann umsiedeln können. Wir haben auch nichts, was wir jetzt noch machen können, ne? Ernten, ernten. Guck mal, grubbern können wir. Erstmal Feld 68. So, Feld 68. Haben wir wo? Ach hier. Da hinten. Hier könnte man auch und schön. Hier könnte man die ganzen Tierställe machen, ne? Also hier hätte ich gern Schweinehof. Und hier könnte man ja, wir sehen nicht hier oben, vielleicht Kühe, Schafe, Hühner, ja. Könnte man rein theoretisch tun, ne? So vom Platz her. Und hier Hälfte der Fläche ist eine Solarfarm. So, war hier schon irgendwas abgeschlossen gerade? Der hat doch gerade irgendwas gemacht. So, wollten wir noch mal was gucken, ne? Was man noch hier machen kann auf der Schnelle. Fässer, Lavendel, Tritikale, Pflügen, Feld 12. Feld 12. Was ist denn Feld 12? Na, was ist denn Feld? Hä? Ach, hier.
Hier vorne ist Feld 12. Ah, wird er überhaupt mit dem Flug? Bezweifelt es. So, dann ist erst gleich fertig. Ups. Dann können wir das Sägewerk gleich machen. Dann können wir hier schon mal die restlichen Bäume runternehmen. Die kommen dann gleich rein ins Sägewerk. Und dann noch ein bisschen Terraform, ja, ein bisschen hübsch machen für das Sägewerk. Da müssen wir, glaube ich, alles mit Hand übertragen, ne? Wir haben ja nichts. Mir ist aufgefallen, wir haben noch gar keinen Autolot-Anhänger. Könnte man vielleicht sich auch mieten. Wir hatten ja auch diesen Fett hat auch, glaube ich, diese Lager gehabt, ne? Diese Holzlager, oder? War das unter Produktion? Nee, wo waren das? Gebäude? Silos? Hier. 50.000, 20.000. Könnte man so ein kleines Holzlager noch machen? Dann gibt der Paletten raus. Siehst du? Paletten gibt da raus und einen Autoloader könnten wir uns zur Not ja erstmal mieten. Einen kleinen natürlich, ne? Ach Mensch, was macht er denn hier? Dieser Berg hier, ne? Das ist, ja. Mal gucken hier. Irgendwie Kollision über Berg oder irgendwie sowas, ne? Hat der Globe, ne? Kollision über Grund ist es, glaube ich, ne? Glaube ich. So, er ist fertig. Dann können wir das nächste Feld dreschen, ne? Kann.
nächste Feld war ja da drüben gleich. So, auch wenn die Folge heute länger wird, wir platzieren heute das Sägewerk. Aber wo war denn jetzt hier die Einfahrt? Ah, hier. So, dann springen wir schnell zu Ihnen hin. Dann bringen wir den mal auf. Wir gucken jetzt einmal hier fix. Dann verkaufen wir mal eine Anhängerladung. Heu, Tierbedarf. Hänger Tritikale bringen wir dann mal. Erstmal machen wir jetzt hier den Auftrag hier abgeben. Ne? Dann fahren wir schnell auf den Hof. Wer kann dann mal zum Hafen fahren? Aber ich kann auch abgeerntet werden. Warum soll denn hier gerobert werden? Feld 12. Ja, gepflügt werden, meinte ich. War schon angebunden hier, ja. So. Kartoffeln haben wir auch noch. Mensch. Wechsel. Tritikale möchte ich gerne haben. So, einmal zum Hafen bitte. Kann man ja schon mal gucken. Was ist das denn hier? Ah, das ist die Glasfabrik. Ach so. Wir mal gucken noch wegen Holzfäller. War doch hier auch irgendwo, ne? Holzfäller, das ist Werkstatt. Die brauchen wir natürlich auch dann noch, ne? War hier nicht irgendwo Holzfäller?
Holzfäller. Da. Wollte ich auch noch gucken. Die werden wir da wahrscheinlich hier denn so hinbauen. Und auf der Seite müssen wir da mal gucken. Jetzt brauchen wir erstmal das Sägewerk. Muss immer noch gucken, wie wir das hinbauen. Da ist er so. Das ist hier mittendrin, ne? Das ist so. Ich habe aber überlegt, weil hier hinten müssen wir ja nicht ran. Das ist ja Quatsch. Hinten brauchen wir nicht ran. Oder warte mal. Da ist eine Einfahrt, da ist eine Einfahrt. Ne, da müssen wir hier nicht ran. Dreh doch mal vernünftig hier. Mensch, warum macht er das denn immer hier so? Platzierung Raster aus, freier Modus aus, an. So, hier ist das Zaun. Das war die denn? Was wird das denn hier erstmal so platzieren, oder? Dann lass das Häuschen noch da stehen, das ist doch egal. Im Endeffekt. Da ein Stück Wald kaufen wir uns sowieso noch hier. Das Haus ist da hinten nicht im Weg, das ist gut. Ja, dann machen wir das doch so, oder? So machen wir das. Warten wir bloß auf das Geld. Und dann wird das so platziert. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Er ist gleich da. Kampf haben wir selber. Das reicht nicht. Das reicht nicht. So, dann machen wir es halt nochmal. Denn hier Tritikale. Na, da brauchen wir doch noch ein bisschen was, ne? Oder warte mal, Tritikale hatten wir doch hier auch gehabt, ne? Tritikale 28.000. Wie viel fasst der? 17.000. Den brauchen wir sowieso nicht mehr hier. Heu haben wir mehr als genug. Und wenn, dann machen wir die Aufträge Heu. Die brauche ich sowieso nicht.
So, haben wir. Ihnen lassen wir den Rest Tritikale noch verkaufen. Haben wir ein bisschen Geld kommen noch, bevor die anderen da fertig sind. Und jetzt platzieren wir unser Sägewerk. So, warte mal gucken. Aus, Feuermodus ist an. So. Ach, das ist doch hier nicht normal, oder was? So bleibst du jetzt. Hallo. Wo sollst du bleiben? So, hat man gesagt, dann machen wir das so. Nicht genug Geld. Willst du mich verarschen? 1,1 Millionen. Das ist doch meins hier. Hallo. Was denn? Könnten wir natürlich auch so machen. Wäre auch eine Idee. Aber halt nicht genug Geld. Dann machen wir das so. Aber ich habe immer noch nicht genug Geld. Warum? Wieso? Woran liegt's? Durch die ganzen Cosplay-Hilfe oder was? Na, warten wir mal noch eine Runde ab. Ist das überhaupt der beste Preis, Tritikale? Ist der beste Preis. Dieses Warten, ne, das ist nicht meins. Er wartet hier. Ah, er ist gleich durch hier. Dann können wir den gleich schon wieder zurückschicken. Dann kann er die Presse holen. Vielleicht rechnet er jetzt so.
Jetzt rechts siehst du, ein Cosplay-Fahrer weg. Dann rechtet. Mach mich jetzt hier nicht schwach. So, wir wollten so haben. Dann machen wir das so jetzt, ne? Da hinten ist hier noch Platz zum Reinfahren. Hier ist genug Platz zum Reinfahren. Und wir sind Besitzer eines Sägewerks. So, Straße wird natürlich noch gemacht, alles, ne? Wird alles hübsch gemacht noch. Hier kommt vielleicht noch ein Gebäude hin. Haben wir so einen kleinen Durchfall wieder? Mal gucken, ich mal hier. Würde auch noch dann passen hier. Für die Forstgeräte. Ach, das passt auch noch rein hier. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt, ne? So, egal. Wir hauen jetzt erstmal hier ein bisschen weiter drin. Okay. Was mit dem Boden passiert? Er nimmt es trotzdem. Aber was ist mit dem Boden? Ist der nicht mehr oder was? Mit dem Wasser? Da müssen wir nochmal gucken, ja. Was damit ist. Das liegt doch bestimmt nicht daran, weil ich hier mit Terraform vorher den Matsch gemacht habe, oder? Na, hoch. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Dass es daran liegt. Dann machen wir zuerst Leerpaletten, ne? 1500. Mit Terraform müsste das ja eigentlich funktionieren, oder? Gibt es da nicht eine Option, dass man Wasser malen kann? Da kriegst du gleich den Strom. Gucken wir mal. Ich gebe kein Wasser, ne? Verdammt. Kommen wir auch nicht rein. Irgendwann scheint zu habern hier. Und das haben sie echt weg, hat er echt weggenommen. Die Wasserplane. Wir werden sehen. Gut, meine Lieben. Das war's. Wir sind Besitzer eines Sägewerks. Ich lasse sie jetzt hier währenddessen noch Tradikale verkaufen, die Feldarbeit erledigen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, ja? Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.